Am vergangenen Samstag hatte die Philipp Freiherr von Böselager Realschule Ahrweiler zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Viertklässler der Region konnten so ihre vielleicht zukünftige Schule etwas genauer unter die Lupe nehmen. Unter anderem hatten die Schüler die Möglichkeit, unter Anleitung von Herrn van Ooyen naturwissenschaftliche Forschungen anzustellen. Am Beispiel dieser Boote kann man sehen, wie Navi-Unterricht den Schülern beibringt, wie elektrische Geräte funktionieren. Sie haben diesen Milchaufschäumer auseinandergebaut, das Funktionieren eines elektrischen Gerätes kennengelernt und anschließend diesen Milchaufschäumer benutzt als Antrieb für ein Boot. Sie haben das, was an stromlinienförmigen Körpern Ihnen zuerst vermittelt wurde, das habt ihr wieder eingesetzt, um zu sagen, wir bauen ein Boot mit entsprechendem Antrieb. Und so haben Sie sogar auch den Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung schon im 5. Schuljahr eingesetzt und gemerkt, wie kann man hier neue Aufgaben einem klassischen Haushaltsgerät geben, das es für einen ganz geringen Betrag zu kaufen gibt. Und damit haben Kinder auch, wie man hier dran sieht, eine andere Freizeitbeschäftigung gewonnen. Denn so viel Zeit in Hausaufgaben zu stecken, das zeigt den Kindern, macht dieser Unterricht wirklich Spaß. Und wer mit Freude an Arbeit herangeht, wer mit Freude lernen will, dem, denke ich, erschließt sich so Technik. Die Schüler hatten ausreichend Gelegenheit, selbstständig zu experimentieren und waren sichtlich begeistert. Also, das hier ist ein Stromkreislauf, zumindest wird das einer. Und die Lampen hier können nur leuchten, wenn der Stromkreislauf geschlossen ist. Das passiert ist durch diese Kabel hier. Und wenn die dann jetzt... Und dann müssen wir hier die beiden verbinden. Das hier, die Frage mit der richtigen Antwort. Hier, und dann leuchten die Lampen. Okay, und dann können wir auch noch regeln, wie hell die werden, indem wir hier, also die hier verstellen. Diese wieder. Genau. Durch die Experimente konnten die Schüler etwas über Stromverbrauch erfahren und wie man diesen reduzieren kann. Also wir vergleichen hier verschiedene Helligkeiten und verschiedene Stromverbräuche von Lampen. Wir haben bei der einen Lampe eine Helligkeit von wie viel Lux? 681 Lux. Und bei der anderen Lampe? 870 Lux. Diese Lampe, die heller ist, hat auch einen geringeren Stromverbrauch. Sie hat nur einen Wert von 0,6. Und die Lampe, die deutlich mehr? 0,43. Das Sechsfache an Stromverbrauch und geringere Helligkeit. Und Auflösung, was befindet sich hier drunter? Größere Helligkeit und geringerer Stromverbrauch hat die Energiesparlampe. Also Energiesparen lohnt sich über Energiesparlampen. Wir haben ein weiteres Phänomen. Wir sehen, diese Lampe ist aus. Sie dürfte keinen Strom verbrauchen, aber wir sehen an dem Messgerät, sie verbraucht Strom. Und der Stromverbrauch ist nur durch die Erwärmung des Akkus, des Trafos hier zu erklären. Der Trafo verbraucht im Standby diesen Strom. Und so lernen Schüler, dass Standby der Stromräuber Nummer 1 ist. Das versuchen wir Schülern klarzumachen, neben der reinen Physik, die monetäre Auswirkung. Es wirkt sich im Geld aus und so können Schüler ihr Taschengeld erhöhen, indem sie Eltern klarmachen, Strom einsparen, das Ersparte ihren Kindern geben. Und dafür haben wir jetzt einen Wettbewerb laufen mit den Eltern. 3 Monate lang haben Kinder gemessen, wie viel verbrauchen sie an Strom. Und die nächsten 3 Monate wenden Sie Energiespartipps an und kriegen die Hälfte als Taschengelderhöhung von Ihren Eltern, indem Sie die Erkenntnisse des Navi-Unterrichts einsetzen. Des Weiteren engagiert sich die Schule auch für soziale Projekte, wie zum Beispiel die Aktion Spenden für Lima.
Also wir haben seit über 20 Jahren eine Patenschule in den Slums von Lima, für die wir natürlich hier auch viele Spendenaktionen durchführen. Und eine ganz wichtige Spendenaktion, die mittlerweile schon Tradition ist hier an der Schule, hat das Ehepaar Haas sich ausgedacht. Und zwar sammeln sie das Pfandgeld, was die Schüler nicht zurückgeben oder gegeben haben möchten, sammeln sie. Und das haben sie jetzt hier in diesem Jackpot aufbewahrt. Es ist von 2 Jahren. Und wir haben jetzt mittlerweile eine Summe von 232,33 € zusammengebracht. Man konnte jetzt als Schüler dort schätzen, wie viel ist denn drin. Und die 3, die am nächsten dran geraten sind, die haben dann einen Gutschein bekommen für den Kiosk. Ja, ich möchte mich also ganz herzlich bedanken beim Ehepaar Haas, die sich sehr einsetzen für unsere Patenschule, die auch Hefte verkaufen als Umweltschutzpapierhefte und auch Produkte aus fairem Handel. Und die Prozente gehen dann auch in diesen Jackpot. Schulleiter Dünker fasste den Tag der offenen Tür noch einmal zusammen und erklärte, welche Idee dahinter steckte. Ja, also der heutige Tag der offenen Tür, der sollte einfach mal Gelegenheit bieten für gerade die Viertklässler der umliegenden Grundschulen und auch deren Eltern, einfach mal sich ein Bild zu machen über das Unterrichtsgeschehen hier in der Philipp Freier von Böselager Realschule. Und sie konnten den Unterricht besuchen in den Klassen 5 und 6. Sie hatten dafür extra die Klassen geöffnet und sie konnten aber auch unseren Naturwissenschaftlern über die Schultern gucken, konnten mitexperimentieren, die konnten sich aktiv beteiligen bei unserem Sportprogramm in der Turnhalle. Und vor allen Dingen, wir haben ja über 20 Arbeitsgemeinschaften hier. Die wollten natürlich auch mal an so einem Tag präsentieren, was sie alles so machen. Und die Schüler konnten da mitmachen, konnten Quiz lösen. Und gleichzeitig war es aber auch eine Informationsveranstaltung. Wie Sie wissen, werden wir ja ab dem nächsten Jahr Realschule Plus. Und da herrscht halt noch viel Unsicherheit bei den Eltern. Ist das die richtige Schule für mein Kind? Und viele wissen auch nicht genau, wie so eine Schulform aufgebaut ist. Und deshalb gab es noch 2 Informationsveranstaltungen, wo wir dann Aufklärungsarbeit geleistet haben. Und was halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt war, wir konnten jetzt mal so ein bisschen auch zeigen, wie technisch gut wir aufgestellt sind hier an der Schule. Wir werden vom Landkreis Ahrweiler sehr, sehr gut gefördert. Und auch das Land Rheinland-Pfalz unterstützt uns. Wir haben ein Medienprogramm hier extra aufgestellt. Und wir sind gut aufgestellt und ich freue mich, dass Sie hier sind und sich das alles mal anschauen. Doch wie sieht es mit den Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr aus? Das ist schwer zu sagen. Also wir sind momentan, es gibt eine andere Empfehlungspolitik mittlerweile von der Grundschule. Es hat sich der Schnitt geändert, mit dem man eine Gymnasialempfehlung bekommt. Und wir Realschulen wissen momentan noch nicht, wie unser Stand ist. Es ist wirklich auch mal spannend zu wissen, wie viele Schüler kommen jetzt. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Schülerzahlen in den nächsten 10 Jahren fast um ein Drittel abnehmen, hier im Kreis Ahrweiler. Und von daher wird es für alle Schulen auch schwer sein, für alle Realschulen schwer sein, dass sie genügend Schüler kommen. Und die Qualität wird letztendlich siegen.